Am Mittwoch wurden bei einem russischen Raketenangriff auf einen Bahnhof in der Ukraine mindestens 25 Menschen getötet. Ein Personenzug war nahe dem Ort Chapline im zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrovsk getroffen worden. Der Angriff ereignete sich am Feiertag zur 31-jährigen Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Noch nicht unabhängig verifizierte Bilder zeigten mehrere ausgebrannte Waggons auf einem Bahndamm. Zu den mindestens 25 Toten rechnete der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auch 5 Opfer, die in einem Auto nahe der Gleise ums Leben gekommen waren. Chapline ist heute unser Schmerz, sagte er in einer Videoansprache am Mittwochabend. In dem halben Jahr seit dem Einmarsch in die Ukraine haben russische Truppen wiederholt Eisenbahnanlagen beschossen, um ukrainische Nachschubwege zu unterbrechen. Im April wurden bei einem Raketeneinschlag auf den Bahnhofsvorplatz von Kramatorsk im Donbass nach ukrainischen Angaben 57 Menschen getötet. Bei Chapline wurde jetzt aber wohl zum ersten Mal ein Personenzug getroffen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu hatte am Mittwoch hingegen gesagt, seine Armee habe ihre Angriffe verlangsamt, um die ukrainische Zivilbevölkerung zu schonen. Wie befürchtet kam es am gestrigen Unabhängigkeitstag auch an anderen Stellen des Landes zu russischen Angriffen. In einem anderen Ort des Gebiets Dnipropetrovsk wurde nach Angaben der Gebietsverwaltung ein 11-jähriges Kind durch Beschuss getötet. Im Gebiet Chmelnytskyi im Westen des Landes waren nachmittags schwere Explosionen zu hören, wie der örtliche Gouverneur mitteilte. Unsere Unabhängigkeit endet nicht und wird niemals enden, sagte Zelensky in seiner Videoansprache. Trotz der bedrohlichen Lage werde es auch einen 32. Unabhängigkeitstag und einen 33. und alle folgenden geben. Die Ukraine wird ewig bestehen, so der Präsident. Angesichts der Gefahr russischer Angriffe waren die sonst üblichen Militärparaden zum Unabhängigkeitstag abgesagt worden. In der Hauptstadt Kiew wurden stattdessen zerstörte russische Panzer und anderes erbeutetes Kriegsgerät zur Schau gestellt. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sahen sich das an.